hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ja, die Überschrift des heutigen Podcasts, das ist ganz lustig, lautet nämlich, mache es nicht wie Olaf Scholz. Ja, Olaf Scholz kennt ja mittlerweile jeder. Unser Bundeskanzler, der Gedächtnislücken hat und sehr wenig von sich gibt, nicht so gerade kommunikationsstark ist. Aber vor der Wahl hatte man was gesagt zum Thema, auf die Frage, wie er denn sein Geld anlegt. Im Thema Finanzen, da hat er sinngemäß im Interview gesagt, ich lege mein Geld nur auf ein Sparbuch, also sogar auf dem Girokonto an und da kriege ich, wie bei allem anderen, keine Zinsen. Ich mache das, was einem kein Anlageberater empfiehlt. Boah, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, er legt das Geld so an. Ich meine, er hat noch einen anderen guten Spruch mal gesagt, als er gefragt wurde, wie hoch die Benzinpreise seien, hat er gesagt, ja, das weiß ich nicht. Ich fahre ja selbst im Prinzip, ich habe ja einen Fuhrpark etc. und deshalb weiß ich nicht, wie hoch die Benzinpreise sind. Also, muss ich mich durchschütteln, wenn ich das überlege. Der Mann, und das ist sicherlich nicht keine Einzelmeinung eines Politikers, die wissen gar nicht mehr, was draußen los ist, was es bedeutet, für Geld richtig zu arbeiten, wenn im Prinzip die Wirtschaft schlechter läuft, dass man weniger Geld bekommt, dass man durch weniger Geld als Unternehmer rausnimmt, wenn es schlechter läuft. Politiker müssen sich keine Sorgen machen um Geld, Leute. Das ist erstmal ganz wichtig, das mal zu sagen. Warum hole ich jetzt ein bisschen aus mit dieser Schelte? Naja, weil Politiker uns sehr oft vormachen wollen, wie wir zu leben haben, wie wir Geld anzulegen haben, wer was dabei verdienen darf etc. Das sind für mich alles Leute, ich sag mal so salopp, die kennen 99 Stellungen, Liebe zu machen, aber keine einzige Frau. Ja, was will das bedeuten? Die haben keine Ahnung, wie die Welt draußen aussieht. Und auch Herr Scholz, der weiß nicht, wie die Benzinpreise sind, aber wir müssen das Ganze bezahlen. Und die sind ja in den letzten Wochen dermaßen hochgegangen, schwindelerregend. Es wird immer erzählt von 7,4% Inflation. Also sorry, die Benzinpreise sind ein bisschen mehr als 7,4% hochgegangen. Die sind zum Teil um 30-35% hochgegangen. Also da erzählen wir mal einer, wie wir 7% Inflation haben sollen. Aber jetzt nochmal das Thema Girokonto. Unser Bundeskanzler legt sein Geld einfach so hin. Ja, warum muss der Mann sich keine Gedanken drüber machen? Weil der kriegt ja vom Vaterstaat stattliche Rentenzahlung als Beamter. Der kriegt als Bundeskanzler, als Landtagsabgeordneter, Bundestagsabgeordneter und so weiter, bekommt er feste Bezüge. Der muss sich keine Gedanken drüber machen. Und der Gag ist, obwohl Corona viele, viele Leute, viele Unternehmen geschwächt hat in den letzten 2 Jahren, unsere Leute im Bundestag, was haben die gemacht? Die haben sich ihre Gehälter erhöht. Die sogenannten Diäten. Da liest du in der Zeitung nur so eine kurze Information. Ja, der Bundestag hat jetzt das wieder beschlossen, dass die Diäten erhöht werden. Jeder Bundestagsabgeordnete bekommt jetzt das, das und das an Geld. Da fragt man sich, hä? Wir sollen den Gürtel enger schnallen? Wir sollen mit weniger auskommen? Manche Leute haben sogar draußen Existenzängste. Ich meine, es gibt nicht jeden, der mehr Geld verdient an Corona. Es gibt einige, die mehr Geld verdient haben in Corona. Es gibt aber viele, die vielleicht das haben halten können. Es gibt noch mehr, denen ist in Corona sehr, sehr schlecht gegangen. Die mussten den Gürtel viel enger schnallen. Und jetzt durch die Inflation, durch die ganzen Kriegsgeschehnisse etc., wo alles teurer wird, führt es dazu, dass die Gürtel noch enger geschnallt werden müssen. Unsere Politiker machen das nicht. Und der haut dann den Spruch raus, ja, ich lasse mein Geld auf dem Girokonto legen. Also, das mal so ein bisschen lustig oder kritisch angemerkt, lass dein Geld nicht auf dem Konto liegen. Nur das Interessante ist, es gibt auch Unternehmer und Selbstständige, die Geld auf dem Konto rumliegen lassen. Warum machen die das? Na, aus Angst, das Falsche zu machen. Konsum verweigern, ich weiß nicht, kommt jetzt Krieg oder sonst was, ich weiß ja eh nicht, was ich machen soll. Ich hab Mandanten, nicht immer wieder mal auf den Tisch, also neue Mandanten, die ich kennenlerne oder auch Bestandsmandanten, die mir immer mal erzählen, ja, ich habe jetzt 500.000 Euro rumliegen. Ja, wie bitte? Sie haben 500.000 Euro rumliegen. Ja, was als Steuerrücklage? Nee, Steuerrücklage habe ich zusätzlich, ich muss noch 200.000 ans Finanzamt zahlen. Die 500.000, die liegen da rum. Ich sage, das ist eigentlich freies Geld, was Sie ausgeben könnten oder investieren könnten. Ja, das ist so. Das liegt auf dem Girokonto rum. Und jetzt muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen. Wenn 500.000 auf dem Girokonto rumliegen,
Erstmal das Thema, 100.000 sind bei der Bankenpleite nur durch das Einlagensicherungssystem abgesichert. Das heißt also, 400.000 Euro sind hier im Risiko drin. Da habe ich schon mal einen Podcast drüber gemacht, hör dir den unbedingt an. Da sagen manche schon, aber Holger, der Vaterstaat wird doch da im Prinzip, der wird uns doch nicht im Regen stehen lassen. Hey, der Vaterstaat wird dich im Regen stehen lassen. Wer sich auf den verlässt, ist verlassen. Also wer das bis heute noch nicht erkannt hat, das muss ich wirklich immer wieder, ja, fast gebetsmühlenartig sagen oder auch mit der Keule drauf und sagen, wie dumm muss man eigentlich sein, dass man glaubt, dass die Politiker dein Bestes wollen, die wollen deine Stimme, ja, damit du sie wählst, aber die Altersversorgung, hey, das ist doch dein Thema, das ist dein Problem, damit musst du dich beschäftigen. Das wird der Politiker für dich nicht lösen. Das Einzige, was die machen ist, es kursiert jetzt auch ja wiederum, dass du bis 67 arbeiten darfst, bevor du in Rente gehen darfst und so weiter. Ja, das ist, wenn du so willst, eine Rentenverkürzung. Weil mit 65 kannst du nicht, musst du schon mit 67 in Rente gehen, nee, mit 70 in Rente gehst. Sorry, so war das. Na? Wir haben ja schon erlebt, von 65 auf 67 erhöht worden. Das wird schon diskutiert, du musst eigentlich bis 70 arbeiten. Ja, demnächst arbeitest du so lange, bis der Sargdeckel dann über dich zugeklappt wird und dann kostest du den Vaterstaat gar kein Geld mehr. Ja, ich hau da ein bisschen drauf, aber vielleicht kann ich so auch den Letzten wecken, der denkt, der Vaterstaat tut was für ihn. Nein, vergiss es, der Vaterstaat tut nichts für dich. Der will von dir Geld haben, der will Steuern haben, der will deine Wählerstimme haben und alles andere ist deine Verantwortung. Du musst dich um dein Geld, um deine Altersversorgung, um deine Risiken und deine Möglichkeiten sichern. Wenn du es nicht tust, tut es kein anderer für dich. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag, muss gesagt werden. Und das kann ich auch nicht oft genug sagen. Viele werden sagen, ja, du hast vollkommen recht, sehe ich genauso. Andere sagen, Holger, was will ich so erzählen, das weiß ich eh. Aber ich merke immer wieder, rüttle ich mit diesen Themen Leute wach, die auch super aufgestellt sind, die super intelligent sind, die sagen, oh shit, nenn dich, danke, dass sie mich da mal wachgerüttelt haben. Das war jetzt notwendig, da habe ich wirklich mir so noch keinen Gedanken drüber gemacht. Tja, Politiker hat feste Rentenbezüge, egal ob er gut oder schlecht ist. Wer ist Staatsdiener, der hat seine Altersversorgung stehen. Der wird nicht von Almosen leben müssen. Wir aber, die draußen entweder angestellt sind, Unternehmen haben oder selbstständig sind, wir müssen unsere Geld selbst verdienen. Wir bekommen keine Versprechungen und Zusagen, dass uns einer Geld schenkt. Nee, von nix küt nix, wie das so schön heißt. Wir müssen dafür arbeiten, uns verändern und den Situationen, den neuen Herausforderungen, die uns gegenüberstehen, immer wieder und sich damit beschäftigen. So, jetzt nochmal zum Thema Geldanlage. Wer jetzt noch nicht erkannt hat, dass er jetzt umso mehr seine Finanzen, seine finanzielle Situation auf den Prüfstand stellt, der hat den Gong noch nicht gehört. Weil auch diese 7,4% Inflation, die von offizieller Seite ermittelt wird, in den Nachrichten bekannt gegeben wird, das sind staatliche Zahlen. Und der Warenkorb, wie die Inflation berechnet wird, wenn man sich den anschaut, merkt man ziemlich schnell, der ist ja ein bisschen, der hat nichts mit dem realen Geld ausgeben, Tag ein, Tag aus zu tun. Da sind so Sachen drin wie Fernseher, wie Telefon, Anschaffung und so weiter. Hey, ich kaufe mir nicht jeden Tag einen neuen Fernseher, ein neues Handy oder sonst was in der Richtung, sondern ich tanke aber fast jeden Tag, ich esse und trinke, ich konsumiere jeden Tag und da merke ich, das ist teurer geworden als 7,5%. Ja, also wenn ich einkaufen gehe in bestimmten Läden, da schlucke ich manchmal und sage, obwohl ich so ein Typ bin, ich achte nicht so auf Preise. Das ist immer ein Privileg, was ich mir genommen habe über die Jahre. Ich kaufe mir das, was mir gefällt und vergleiche auch die Preise nicht so. Ich bin da nicht so preissensibel, wie das viele Leute oder wie das manch einer auf dem Markt ist. Vielleicht aber, weil ich auf hohem Niveau da klagen kann, weil das Geld da ist. Weil dann auch für mich so stressig ist, da Preisvergleiche zu machen oder vom Aldi zum Lidl zu fahren und zum Hit zu fahren, gucken, wer da die besten Angebote da liegen hat. Ich verwende meine Zeit lieber anders, aber Spaß beiseite, Leute. Es gibt Leute, die müssen darauf achten, wo sie günstig einkaufen. Und sogar bei den Dingen des täglichen Bedarfs bei Lebensmitteln kriegst du heute, wenn ich überlege, was habe ich damals für einen 100er beim Aldi bekommen, da war der Einkaufskorb riesig voll, ich habe Schwierigkeiten gehabt, den rauszuschieben. Heute muss ich fast suchen, was da drin ist für 100 Euro.
vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst ja wahrscheinlich, was ich meine. Jeder merkt doch mittlerweile, dass er für sein Geld nicht mehr die gleiche Kaufkraft hat, sondern dass er für das gleiche Geld, was er ausgibt, weniger Waren im Korb liegen hat, im Einkaufskorb, oder aber er muss mehr Geld investieren, um das Gleiche zu haben. Und das ist Inflation, Leute. Deshalb, es muss alles auf den Prüfstein gestellt werden. Und was sind denn jetzt Inflationsfresser? Inflationsfresser sind doch, wenn du ein Geldwert hast. Geldwert, da heißt, du hast Geld, Cash auf dem Konto liegen. Bei 7,4% Inflation heißt das, wenn du 100.000 Euro liegen hast, hast du in 10 Jahren nur noch 50% der Kaufkraft. Ich wiederhole das nochmal. In 10 Jahren hast du nur noch eine Kaufkraft von 50%, sprich aus deinen 100.000 Euro, die zwar auf dem Papier noch dann auf dem Konto liegen, auch von der Zahl auf dem Konto stehen, kannst du aber nur noch Waren für 50.000 Euro kaufen. Oder kriegst auf anderer Seite, bekommst du nur die Hälfte der Waren, die du vorher bekommen hast für 100.000, bekommst du nur die Hälfte der Waren in den Korb gelegt. Das ist Inflation. Ha! Naja, und jetzt rechnen wir aus, wenn du 10, 15, 20% Inflation hast, dann siehst du, wie das Geld schmilzt. Also wer da noch Geld in Geldwerten hat, also Cash auf dem Konto, Sparbuch, Bausparverträge, Rentenpapiere, Lebensversicherung klassischer Natur, Rentenversicherung klassischer Natur, das sind die größten Geldvernichter, die man sich vorstellen kann. Also, was musst du machen? Prüfe deine Geldtöpfe. Was ist in welchem Geldtopf vorhanden? Ist das ein Geldwert? Ist der Inflation mehr ausgesetzt, weniger ausgesetzt oder sogar katastrophal? Und schicht dich lieber um in Sachwerte. Sachwerte wie, das können Immobilien sein, Unternehmensbeteiligung, also Aktien beispielsweise. Es können Gold, Silber, also Metalle sein, Edelmetalle. Es können aber auch Rohstoffe sein, Industriemetalle sein, aber auch beispielsweise Edelsteine, das sind Sachwerte. Kunst, Oldtimer etc. Mittlerweile ist das ja so, weil immer mehr Menschen merken, dass Geld irgendwann nichts mehr wert ist. Kommt die Angst hinzu, die Bedenken, ist der Euro überhaupt noch was wert, wird der Euro zusammenbrechen, geht derjenige, der das verstanden hat, immer mehr in Sachwerte, führt aber auch bei dem einen oder anderen dazu, der kauft sich irgendeinen Quatsch. Der kauft sich Kunst, hat auch von Kunst gar keine Ahnung. Das heißt, die Kunstmärkte schießen nach oben. Da wird für Secondhand-Künstler wird Geld aufgerufen und bezahlt, nur weil die Leute denken, ach, das wird eine Wertsteigerung haben. Die Stunde der Wahrheit kommt natürlich irgendwann, wenn du diese Kunst wieder verkaufen willst, ob du überhaupt deinen Einstandspreis zurückbekommst oder einen Wertzuwachs hast oder sogar Verlust hast. Also da eine schnelle Nummer draus zu machen und in Sachen zu investieren, nur weil es ein Sachwert ist, ohne dass du die Kompetenz hast, das beurteilen zu können, Vorsicht bitte. Da kann ich nur vorwarnen. Aber trotzdem, die ganz klare Botschaft lautet, stelle alles auf den Prüfstand. Wie bin ich aufgestellt? Wie lebe ich heute? Wie denke ich? Wie plane ich? Was ist die Ist-Situation, was kann auf mich zukommen, was mache ich, wenn die Zeiten schlechter werden, wie sind meine Assets aufgestellt, habe ich eine anständige Asset Protection, das heißt eine Sicherheitsnetze eingezogen für meine Geld, für meine Vermögenswerte, die ich habe, passt das alles zusammen, auch von der Gewichtung. Und dann ist natürlich auch eins klar, das kann man in der Regel nicht alleine. Du kannst dich sehr viel mit Sachen beschäftigen, das ist natürlich Zeit, die du investieren musst. Know-how muss man auch haben, natürlich Oberfläche-Know-how, Dr. Google hilft dabei, da kannst du dich einlesen, um kritische Fragen zu stellen, aber das Erfahrungswissen von Profis, die Tag ein, Tag aus mit solchen Sachen zu tun haben, das kannst du dir nicht mal eben so en passant mit Dr. Google mal kurz ausdrucken und anschauen und so weiter. Nee, lass dann lieber die Finger von weg, dann gibt es Dinge, das sehe ich sehr oft bei meinem Mandanten, ich übernehme, die kommen von den Regen in die Traufe und da wird aus gutem Geld ja gar kein Geld mehr gemacht. Also, in dem Sinne, ich hoffe, ich habe dir da ein paar Anregungen, Tipps geben können. Natürlich kritisch, ihr merkt, gegenüber der Politik bin ich kritisch eingestellt. Ich glaube aber, dass jeder selbstständig denkende und intelligente Mensch auch die gleiche Sichtweise über Politiker haben muss, denn die kriegen immer ihr Geld, während wir nur Geld verdienen und bekommen, egal als selbstständiger Unternehmer oder Angestellter, wenn wir Leistungen dafür bringen, wenn wir uns weiterentwickeln.
Von nix könnt nix. Jo, ich hoffe, dir da ein paar Anregungen gegeben zu haben. Hast du Fragen, Anregungen, komm bitte auf mich zu. Wir helfen gerne von der GFMS Nentwick. Und schick doch den Link des Podcasts auch bitte weiter an deine Freunde, Bekannten und Arbeitskollegen, Unternehmerkollegen, damit die auch sich mit diesen Themen auseinandersetzen können und vielleicht auch die einen oder anderen Mehrwert aus diesem Podcast ziehen können. Hast du Fragen oder eine Kumpelsfragen, kommt gerne auf mich zu. Ich bin gerne für euch da. In dem Sinne, alles Gute, der Holger.